Hallo, guten Abend und herzlich willkommen bei Spruchreif, Ihrem Talk hier bei Studio 47. 2012 hat die Europäische Union den Friedensnobelpreis erhalten. Damit wurden wir Bürgerinnen und Bürger für den langen Frieden in Europa geehrt. Aber sind wir Europäer uns dieser großen Auszeichnung bewusst? Und sind nicht andere Themen wie zum Beispiel Schuldenkrise oder Freizügigkeit in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt? Wie groß kann die EU noch werden? Stößt der europäische Gedanke im wahrsten Sinne des Wortes an seine Grenzen? Darüber spreche ich jetzt, und zwar mit einem EU-Pionier und dem ehemaligen Präsidenten des Europäischen Parlaments. Ich freue mich, dass er heute hier ist. Ganz herzlich willkommen, Dr. Klaus Hänsch. Dankeschön. Ja, Herr Dr. Hänsch, schön, dass Sie heute hier bei uns in der Sendung sind, dass Sie bei uns im Studio sind. Seit 1979 gibt es das Europäische Parlament. Sie sind seit 1979 auch für das Europäische Parlament zuständig und haben dort gearbeitet. Sehen Sie sich selber irgendwo dann auch als ja, EU-Pionier? Doch, ja, so sehe ich mich. Wenn ich mich erinnere, wie wir angefangen haben mit dem Europäischen Parlament 1979, da war ein Parlament, das viel reden konnte, aber nichts entscheiden konnte. Und nach 30 Jahren, als ich nach 30 Jahren aus dem Parlament herausgegangen bin, da war es ein Entscheidungsparlament geworden, ein Gesetzgebungsparlament. Und wenn ich mir das betrachte in der Rückschau, dann muss ich sagen, es gibt kein Parlament in der europäischen Geschichte, das sich so schnell und so umfassend gewandelt hat von einem Redeparlament in ein Entscheidungsparlament. 1979, als Sie in das EU-Parlament eingezogen sind, hat man Sie da auch so ein bisschen belächelt möglicherweise? Ja schon, weil man natürlich in der Öffentlichkeit der Meinung war, dass dieses Parlament nichts zu sagen hat. Und dann gab es den Spruch, der immer noch durch die Welt geistert, durch Europa geistert, durch Deutschland: Hast du einen Opa, schick ihn nach Europa. Beides war falsch von Anfang an. Es war ein Parlament, das gewählt wurde, damit es sich entwickelt. Und das Durchschnittsalter der Europaabgeordneten war, als ich anfing, geringer als das damalige Durchschnittsalter der deutschen Bundestagsabgeordneten. Also es ist so, dass über Europa manche Storys erzählt werden, die nicht aus der Welt zu schaffen sind, obwohl sie falsch von Anfang bis heute sind. Haben Sie selber eine Vision, als Sie dann in das EU-Parlament eingezogen sind? Wollten Sie irgendwas erreichen, irgendwas verändern, was Ihnen ganz wichtig war? Ja. Ich wollte, wenn ich schon in ein solches Parlament gewählt bin, auch dafür sorgen, dass es etwas zu sagen hat. Dass es ein Gesetzgebungsparlament wird. Und das haben wir von Anfang an, auch unter meiner massiven Mitwirkung, betrieben, Schritt für Schritt aus dem Parlament, das nur einen kleinen Teil, nur den Ausgabenteil des Haushalts entscheiden konnte, zu einem Gesetzgebungsparlament zu machen. Das ist nicht von heute auf morgen, das ist auch nicht in 5 Jahren geschehen. Aber nach 30 Jahren, als ich aufhörte, da kann man sagen, etwa 90% der EU-Gesetzgebung wird durch das Europäische Parlament mit beschlossen, gemeinsam mit den Regierungen. Und das ist ein ungeheurer Erfolg. 1979 war ja noch die Zeit des Kalten Krieges. Hat man seinerzeit auch gehofft oder daran geglaubt, dass sich ja dieser eiserne Vorhang öffnet und dass vielleicht sogar ja, Staaten wie eben Polen, Ungarn und so weiter auch Teil oder Bestandteil der EU werden? Vielleicht, wenn man träumte, hat man mal dran gedacht. Aber in der Realität hat niemand geglaubt, jedenfalls soweit ich das mitbekommen habe im Europäischen Parlament, dass das eines Tages Realität werden würde. Als es dann aber anstand, 1989, 90, vor allen Dingen was die Wiedervereinigung Deutschlands anlangt, da habe ich im Europäischen Parlament ein Maß an Zustimmung erlebt, wie es in manchen Teilen der deutschen Politik nicht vorhanden war. Ich erinnere mich an Reden etwa von der Simone Veil, die eine Zeit lang auch Präsidentin des Europäischen Parlaments gewesen war, die in Auschwitz inhaftiert war, in Bergen-Belsen, und die zur Wiedervereinigung Deutschlands eine Rede gehalten hat im Oktober, die uns sprachlos gemacht hat. Also das war eine Hilfe, die das Europäische Parlament den Dingen, die in der Mitte Europas geschahen, gegeben hat. Das gilt für die Wiedervereinigung Deutschlands. Die wäre auch ohne das Europäische Parlament zustande gekommen, keine Frage. Aber dass das alles eingebettet geschehen konnte in der Europäischen Union, also mit Zustimmung unserer Nachbarn und nicht gegen unsere Nachbarn, das ist auch ein Erfolg der Arbeit im Europäischen Parlament gewesen. Das war ein Vertrauensbildungsparlament. Das ist das eine. Und das zweite war, wir haben uns dann vorbereiten wollen und vorbereiten müssen auf die Erweiterung der Europäischen Union in die Mitte Europas hinein und nach Osten. Das war während meiner Präsidentschaft dann eine der beiden großen Aufgaben, die zu erfüllen waren. Mithelfen, dass es, was wir über die Jahre immer gesagt haben, kulturell ist auch nicht nur Paris, London und Bonn oder Rom Europa, sondern auch Krakau und Warschau und Prag sind auch Europa, Budapest. Das alles jetzt in die Wirklichkeit umzusetzen, in die Organisation der Europäischen Union. Das war eine spannende Aufgabe. Eine der spannenden Aufgaben ist ja eben, dass wir einen derartig langen Friedensprozess entwickelt haben oder hinbekommen haben hier in Europa. Dafür ist 2012 die EU und auch die Bürger eben mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden. War von Anfang an, also schon bereits 1979, diese Idee des Friedens, steckte die auch schon in dem Konstrukt der EU, so wie es damals bestand? Aber ja, der Einigungsprozess Europas hat ja Anfang der 50er Jahre begonnen, 5 Jahre nach dem Ende des Krieges. Und das ist ja der Kern europäischer Einigung überhaupt. Es zu organisieren, nicht bloß zu glauben, sondern zu organisieren, dass nie wieder in Europa die Völker aufeinander schießen. Dass ein dauerhafter Zustand des Friedens, der Zusammenarbeit, des Wohlstands geschaffen wird in diesem Europa, das nun über die Jahrhunderte von einem Krieg in den anderen gestolpert oder getrieben worden ist. Also der Friedensgedanke ist der Kerngedanke der europäischen Einigung. Und für mich war das von Anfang an einer der Beweggründe, mich zu europäischer Politik zu bekennen und mich in die europäische Politik zu begeben. Ich habe ja noch als kleines Kind, als Sechsjähriger erlebt, wie dieses Europa aussah. Heute reden wir über Freizügigkeit und sind nicht immer sehr glücklich darüber, wenn Menschen aus anderen Ländern nach Deutschland kommen und in Deutschland bleiben wollen. Aber ich kann mich noch an ein Europa erinnern, in dem auch Freizügigkeit herrschte. Für Panzer und Bomber und nicht für Lastwagen und Ferienflieger. Und wenn ich das manchmal erlebe, wie man heute über die gewiss vorhandenen Fehler und Unzulänglichkeiten der Europäischen Union sich geradezu badet darin, dann muss ich mich daran erinnern, dass wir vor 75 Jahren in Europa durch eine Wüste von Schlamm und Hass und Wut und Verderben geschritten sind. Also Europa und Frieden sind untrennbar miteinander verbunden. Dann ist die EU als solches 2012 auch wirklich geadelt worden, oder? Fühlen Sie sich selber geehrt durch diese Auszeichnung? Nein, so kann man das nicht sehen. Die Europäische Union ist eine Organisation von vielen, für viele, hat viele Väter, hat auch eine gewaltige Entwicklung durchgemacht, Krisen überstanden. Das ist schon eine Ehrung der Bürgerinnen und Bürger in Europa, die sich zusammengerissen haben und nicht wieder zurück wollten in das Gegeneinander der Kriege. Ich habe es eben in der Anmoderation ja schon gesagt, also Frieden ist eigentlich das große Thema, wofür die EU eben steht, aber es gibt mittlerweile andere Themen, die das irgendwo im weiteren Sinne verdrängen. Da gehört die Schuldenkrise zu, wo wir ja täglich was von mitbekommen, gerade Stichwort Griechenland, aber auch eben, das haben Sie selber auch angesprochen, das Thema Freizügigkeit, wo von Südosteuropa, das waren Rumänen, Bulgaren, sehr stark hier nach Deutschland gekommen sind, und man hatte Angst, unterschiedliche Kulturen und so weiter. Sehen Sie das genauso, dass das Themen sind, die gar nicht so die Bewandtnis haben, mit denen man mit Sicherheit Lösungen findet und mit denen umgehen und leben kann? Doch, doch, das sind wichtige Themen. Das Friedensthema ist eines, das im Hintergrund immer noch wirksam ist. Und wenn man mit den Menschen diskutiert, dann kommt man zu irgendeinem Zeitpunkt immer auf den Friedenspunkt. Aber Themen wie die Schuldenkrise oder Ukraine oder Freizügigkeit, und da gibt es noch eine ganze Reihe anderer Krisen oder krisenähnliche Situationen, eine Rolle spielen müssen in der aktuellen Diskussion. Das ist überhaupt keine Frage. Um es mal so zu sagen, die Väter der Einigung Europas, die wollten ein kriegsfreies Europa schaffen. Ein krisenfreies haben sie nicht versprochen. Und ich selber hatte auch nie die Illusion, dass die Einigung Europas dem Kapitalismus die Krisen austreibt. Also diese Einigung Europas ist geradezu dazu gemacht worden, dass wir mit den Krisen gemeinsam durch Zusammenarbeit und gegenseitige Verständigung fertig werden. Und das gilt auch für die Schuldenkrise in Griechenland. Stärken die Krisen möglicherweise die EU? Naja, ich kann ja auf eine lange Zeit zurückblicken und da kann ich sagen, nicht immer. Es kommt schon darauf an, wie man mit einer Krise umgeht, wie die Politik mit einer Krise umgeht, auch wie die Bürgerinnen und Bürger mit einer Krise umgeht. Also der Schluss, Krise und dann wird alles, führt zu mehr Europa, der ist jedenfalls nicht durchgängig belegbar. Und das Zweite ist, was mir dabei einfällt, es kommt auch immer darauf an, was man für ein Europa will. Wenn man eines will, wie das die Väter der europäischen Einigung vielleicht mal erträumt haben, dann muss man sagen, die Krisen haben alle nicht dahin geführt, also zu einem europäischen Bundesstaat. Aber die Krisen haben doch auch dazu geführt, dass auf andere Weise die Europäer, die Bürgerinnen und Bürger begriffen haben, dass sie trotz allem Ärger über diese Europäische Union zusammengehören in Europa. Und dass sich nichts in ihrem eigenen Land bessern würde, wenn es die Europäische Union verlassen würde. Jetzt verfolgen wir Bewegungen wie Pegida. In anderen Ländern wird leider zum Teil auch rechts gewählt. Sehen Sie da nicht die großen Gefahren, die momentan auf die EU zukommen? Natürlich gibt es im Augenblick eine Welle, würde ich es nennen, der Renationalisierung. Das ist ja erkennbar, Sie haben die Beispiele genannt. Dennoch habe ich nicht den Eindruck, dass das zu einer generellen Ablehnung Europas führen wird. Es wird sich zeigen in den Wahlen, die ja dieses Jahr anstehen und wo es tatsächlich diese Gefährdungen gibt, dass sich am Ende doch die Solidarität, die Europäer ja de facto tatsächlich in den vergangenen 3, 4 Jahren angesichts der Schuldenkrise gezeigt haben, dass sich das auch auszahlt in einer proeuropäischen Stimmung. Wobei ich, wenn ich proeuropäisch sage, nicht meine kritiklos, so einfach Europa ist schön und da wollen wir Europa, sondern dass man bewusster sieht, was wir an dieser europäischen Einigung haben und dass wir alles dafür tun sollten, sie zu erhalten und nicht zu zerstören. Herr Dr. Hänsch, ich will gleich noch über Ihre Zeit als EU-Präsident, so ist richtig, sprechen. Bevor wir das machen, gehen wir mal kurz ab in die Werbung. Wir sind gleich wieder zurück. Willkommen zurück zum zweiten Teil bei Spruchreif. Bei mir nach wie vor im Studio zu Gast ein EU-Pionier und ehemaliger Präsident des Europäischen Parlaments, Dr. Klaus Hänsch. Herr Dr. Hänsch, wir haben schon sehr viel über die EU von Ihrer Seite gelernt, über das Thema Friedensprozess, über Schuldenkrise und aber auch über Freizügigkeit. Ich möchte aber auch so ein bisschen drüber sprechen, über Ihre Zeit als EU-Präsident. War es für Sie, als Sie 1979 ins EU-Parlament kamen, wollten Sie unbedingt da auch mal irgendwann Präsident werden oder ist man da irgendwo in diese Rolle reingedrängt oder reingewachsen? Naja, als ich frisch gewählt war, wollte ich noch nicht Präsident werden. Da musste ich überhaupt erst mal sehen, was gibt's da, was kann man machen und so weiter. Damals waren ja auch noch ganz andere Leute ins Parlament gewählt worden. Mit mir zum Beispiel Willy Brandt war Europaabgeordneter in den ersten Jahren. Also nicht sofort. Aber ich habe dann doch so im Laufe der Jahre gemerkt, dass ich einen Zuspruch bei Kolleginnen und Kollegen hatte, bei den Deutschen sowieso, aber auch bei anderen sehr viel, von denen ich dachte, na ja, das könnte auch mal als Präsident enden. Und so ist es dann auch gekommen. Ich bin nicht gedrängt worden. Ich wollte. Ich habe nicht geglaubt, dass es so schnell gehen würde. Ich dachte, müssten ein bisschen mehr Zeit haben dafür, aber als ich gewählt wurde, dann war ich's. Sie waren von 1994 bis 1997 Präsident des Europäischen Parlaments. Ja, das ist so die Zeit nach Wiedervereinigung, wo ja der eiserne Vorhang sich mehr und mehr geöffnet hat. War irgendwo doch auch mit Sicherheit wieder eine Art von Pionierarbeit, auf diese Länder zuzugehen. Absolut. Das eine, was ich zu tun hatte, war dafür zu sorgen, nachdem der Vertrag von Maastricht dem Europäischen Parlament die Tür geöffnet hatte zur Gesetzgebung, also zu Gesetzgebungsentscheidungen, die Arbeitsweise des Europäischen Parlaments so umzustellen, dass wir jetzt auch wirklich über Gesetze beraten und entscheiden konnten und nicht mehr nur reden konnten. Das war das eine. Und das zweite war, dass die mittel- und osteuropäischen Staaten alle Beitragsanträge gestellt hatten und sich nun vorbereiten mussten auf den Beitritt zur Europäischen Union. Und ich habe dafür gesorgt, dass das Europäische Parlament dabei eine vorbereitende und helfende Rolle spielen konnte. Bin zum Beispiel in alle Parlamente der Beitrittskandidatenstaaten gefahren, habe dort Reden gehalten im Parlament, und im Plenum, zum Beispiel in Budapest oder auch in Riga oder in anderen Städten. Und das hat mit dazu beigetragen, dass diese Staaten einerseits bestärkt wurden in ihrem Weg in die Europäische Union. Andererseits habe ich aber auch, das lag wahrscheinlich in meiner Natur, ein bisschen Illusionen zerstreut. Denen ist ja auch von dem damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl oder vom französischen Staatspräsidenten Chirac gesagt worden, das geht alles bis zum Jahr 2000, sind sie alle drin. Ich habe denen immer gesagt, glauben Sie denen nicht, es dauert länger. Es braucht gründlichere Vorbereitungen. Und am Ende hatte ich recht, es hat 4 Jahre länger gedauert als diejenigen, die das Jahr 2000 versprochen haben. Die osteuropäischen Länder, mussten Sie dafür werben, dass diese in die EU kommen? Oder war das ein Selbstläufer, dass die selber von sich aus Teil der EU werden wollten? Nein, die wollten. Die wollten. Die Europäische Union hat übrigens niemals ein Land gedrängt oder eingeladen oder geworben, sondern wer in die Europäische Union geht, muss es wollen. Und er muss es nicht nur mit einer 51:49 Mehrheit wollen, sondern er muss es mit einer massiven Mehrheit in einer Volksabstimmung wollen. Sonst hat das alles gar keinen Zweck. Also das war auch so ein Punkt, klar zu machen, dass man nicht der Europäischen Union einen Gefallen tun muss, sondern dass die Europäische Union erwartet, dass ein Land, das beitritt, nicht mit halbem Herzen, sondern mit ganzem Herzen beitritt. Und das ist bei den Osteuropäern der Fall gewesen, die sich ja von ihrer ganzen Geschichte her als europäische Länder, als europäische Völker verstehen konnten und auch verstanden haben, die durch die kommunistische Herrschaft und durch die Hegemonie der Sowjetunion nur davon abgehalten worden sind, von Anfang an dabei zu sein. Mhm. Sehen Sie denn Potenzial, dass weitere Länder der EU beitreten, zu denen die ohnehin jetzt schon ja, ambitioniert sind, noch beitreten zu dürfen? Naja, es gibt Zusagen für die noch verbliebenen 4 Balkanstaaten, Serbien, Montenegro, Bosnien-Herzegowina und Mazedonien. Aber danach ist nach meiner Auffassung Schluss. Die Europäische Union kann sich nicht so weit aufblasen, bis sie platzt. Länder wie die Türkei oder die Ukraine oder Moldawien oder Georgien oder Armenien, über die ja immer so geredet worden ist, könnte auch vielleicht oder müsste vielleicht oder so weiter beitreten. Das alles passt nicht in die Europäische Union. Wir können sie nicht verkraften. Ich fürchte, wenn die Union ihre Erweiterungspolitik in den eurasischen Raum hinein und auch in den nahöstlichen Raum hinein, wir uns in Krisensituationen hineinbegeben, wo wir dann nicht mehr Vermittler sein können, sondern Partei. Denn Länder, die beigetreten sind, die gehören dann zu uns. Und da können wir nicht sagen, ja, wir bauen eine Brücke, sondern die sind Teil der Europäischen Union. Und ich glaube nicht, dass die Union in der Lage ist, politisch und auch wirtschaftlich das zu verkraften. Ich finde aber interessant, dass Sie jetzt zum Beispiel sagen, dass die Ukraine kein möglicher Kandidat ist. Dort kämpft man ja dafür, dass man sich Europa weiter öffnet. Weiß eine Ukraine, dass sie möglicherweise gar nicht Partner der EU wird? Das weiß ich nicht, was Sie wissen. Aber jedenfalls glaube ich, dass ein Teil, jetzt formuliere ich bewusst vorsichtig, dass ein Teil der Unklarheiten, die die Europäische Union und auch die NATO gelassen hat, zu der jetzigen Krise beigetragen haben. Wobei ich auch gleich dazu sage, alle diese Unklarheiten sind kein Grund für Putins Vorgehen in der Ukraine und in anderen Teilen Südosteuropas. Aber es muss schon klar sein, dass wir der Ukraine helfen müssen vom Westen. Wir müssen ihr helfen, demokratische Strukturen aufzubauen. Aber das kann auch außerhalb der Europäischen Union geschehen und nicht in der Europäischen Union. Es gibt ja auch andere Staaten, die mit Grund nicht Mitglied der Europäischen Union geworden sind. Schweiz. Die Schweiz, Norwegen. Also ich will mal etwas flapsig sagen, man kann auch demokratisch sein oder werden, ohne ein Mitgliedstaat der Europäischen Union zu sein. Kommen wir mal, weil Sie selber Putin angesprochen haben, auf Russland zu sprechen. Wie soll oder wie ist das Verhältnis der EU zu Russland? Wäre Russland nicht vielleicht auch mal irgendwann denkbar Kandidat einer EU? Ich sehe das nicht. Ich sehe nicht, dass Russland will, und ich sehe auch nicht, dass es könnte, wenn es wollte. Das wäre eine ganz andere Europäische Union, das wäre überhaupt keine Union mehr, sondern das wäre ein Gebilde, das ich mir nicht vorstellen kann, das von Lissabon bis Vladivostok reicht, mit so viel unterschiedlichen Völkern, Lebensgewohnheiten, auch politischen Traditionen, kulturellen Traditionen. Das passt nicht zusammen in einer Union. Was aber gleichzeitig dazu gesagt werden muss, ist, dass wir natürlich ein Verhältnis haben müssen, ein gutes Verhältnis finden müssen mit dem großen Nachbar Russland, der nun mal da ist, wo es ist, und den wir auch brauchen zur inneren Stabilisierung innerhalb der Europäischen Union. Ein ständiger Streit mit Russland führt auch zu Streitereien innerhalb der Union. Und dass das bisher nicht dazu gekommen ist, das ist ja übrigens ein großer Erfolg der deutschen Politik von Merkel und Steinmeier. Innerhalb der Europäischen Union gibt es ja durchaus unterschiedliche Richtungen, wie man mit Russland umgeht. Der Südwesten Europas, Portugal, Spanien, die sehen das alles nicht so dramatisch. Aber zum Beispiel die baltischen Staaten oder auch Finnland und Polen, die sehen das schon dramatisch und fürchten und würden sehr viel härtere Maßnahmen ergreifen gegenüber Russland, dass die deutsche Politik die Europäische Union zusammengehalten hat in dieser krisenhaften Situation. Das, finde ich, ist eine große Leistung. Da müssen wir uns nicht schämen. Mhm. Herr Dr. Hänsch, ich will gleich im dritten Teil noch so ein bisschen drauf eingehen über Ihren politischen Werdegang. Bevor wir das machen, gebe ich mal kurz ab in die Redaktion zu den News. Wir sind gleich wieder zurück. Willkommen zurück zum dritten Teil von Spruchreif. Bei mir nach wie vor im Studio zu Gast der ehemalige Präsident des EU-Parlaments, Dr. Klaus Hänsch. Herr Dr. Hänsch, wir haben schon sehr, sehr viel gelernt über die EU. Wir haben darüber gesprochen, ob die EU noch erweiterungsfähig ist. Aber jetzt möchte ich auch Sie so ein bisschen und Ihren Werdegang hinterfragen. Sie sind Abgeordneter der SPD gewesen. Wie war das damals? War das für Sie ganz klar, dass Sie der SPD beitreten? Ja, das war von meinem von meinem Elternhaus her völlig klar. Das war eigentlich nicht ein politisches Elternhaus, also das kann man nicht sagen. Aber mein Vater war Werftarbeiter in Flensburg und meine Mutter Verkäuferin in einem Textilgeschäft. Und die Situation in den 50er Jahren, die ökonomische, unsere wirtschaftliche, unsere soziale Situation, auch als Flüchtlinge in Flensburg, die war schon so, dass ich einen starken Drang nach Gerechtigkeit verspürte. Also ich fand, es muss gerechter zugehen und in unserem Land. Und das hat mich dann fast zwangsläufig in die SPD geführt. Nicht eine Person, auch nicht ein Programm, sondern der Wunsch nach größerer Gerechtigkeit in der Gesellschaft. Und da dachte ich, dann musst du dich auch politisch organisieren und engagieren. Und das waren die Sozialdemokraten. Sie haben auch Politikwissenschaften dann studiert. War das dann für Sie, nachdem Sie da, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Luft geschnuppert haben in einer Partei, klar, dass Sie auch in diesem Bereich beruflich tätig werden wollen? Nein, ich wollte am Anfang Journalist werden. Aber allerdings politischer. Also die politische Orientierung hatte ich immer. Nur dann im Laufe der Zeit, dann vor allen Dingen, als ich hier bei Johannes Rau Pressesprecher war, da dachte ich manchmal, nur da kannst du auch selbst was. Und dann ergab sich halt zu einem bestimmten Zeitpunkt, dass ein Mandat im Europäischen Parlament möglich wurde. Und dann wollte ich das. Mhm. Sie waren als EU-Parlamentarier Abgeordneter hier für den Kreis Duisburg und ja, die Wahlkreise sind ja auch deutlich größer als nur städtisch, sondern Sie waren, glaube ich, auch für Oberhausen, Mülheim, ja, Mettmann und so weiter ja, zuständig. Wie haben Sie die Politik von Ihrem Wahlkreis mit in die EU genommen? Aber natürlich. Also man hat so ein Bild von einem Europaabgeordneten, dass der da irgendwann so unter der europäischen Zirkuskuppel seine Turnübungen macht und sonst hat er mit dem Rest des Lebens nichts zu tun. Nein, nein, das macht übrigens kein Abgeordneter, auch die aus anderen Ländern nicht. Ich bin ja in Deutschland gewählt worden und ich bin in dieser Region gewählt worden und nicht in Schottland und nicht auf Sizilien. Also ich habe immer gewusst und die Kollegen wissen das ja auch, dass man europäische Politik nur auf der Basis der eigenen Heimat machen kann. Region, Stadt, auch Land. Also ich habe mich immer als deutscher Abgeordneter in Europa gefühlt und habe mich auch so betragen. Das heißt, ich habe dann allerdings auch sehr schnell gemerkt, dass man, wenn man aus anderen Ländern nicht Verbündete findet, für sein eigenes Land und für seine eigene Region nichts machen kann. Es gibt keine Duisburger Mehrheit, es gibt keine deutsche Mehrheit im Europäischen Parlament, wie es keine polnische, keine französische oder britische gibt, sondern jeder, der für sein eigenes Land etwas erreichen will, muss verstehen und zusammengehen können mit den Kolleginnen und Kollegen aus anderen Ländern. Und das funktioniert. Das ist eigentlich ein Wunder, dass das funktioniert. Mhm. Können Sie ein paar Beispiele nennen, wo ja, Hilfen aus der EU hier nach Duisburg gekommen sind? Ach na ja, ich will mal ganz konkret beim Geld anfangen. Das ist ja nicht das Unwichtigste in der Welt. Es hat schon geholfen, dass ein Vertreter Duisburgs im Europäischen Parlament saß, das ja über die Ausgaben der Europäischen Union, also über die verschiedenen Fonds, Sozialfonds und Investitionsfonds und Regionalfonds entscheidet. Und wenn dann im Laufe der Jahre mehrere 100 Millionen D-Mark und dann Euro nach Duisburg geflossen sind, Innenhafen, Marxloh, Ökohaus, AWO, um nur ein paar Beispiele zu nennen, große und kleine Projekte, dann habe ich das nicht alleine entschieden. Aber ein bisschen mitgeholfen, dass das was wird, das habe ich schon. Herr Dr. Hänsch, wir sind leider schon am Ende der Sendung, aber vielen Dank, dass Sie bei uns heute hier im Studio waren, uns Auskunft gegeben haben über die EU und ja, die Ziele, die Sie als Pionier der EU hatten. Schönen Dank, dass Sie uns das ermöglicht haben. Dankeschön. Meine Damen und Herren, das war Spruchreif für diese Woche. Schalten Sie wieder ein, kommende Woche zur gewohnten Zeit. Bis dahin machen Sie es gut. Tschüss, Servus, bye bye.